Wir feiern heute an diesem 2. Juli auch das Fest Maria Heimsuchung. Maria hat den Sohn Gottes durch den Heiligen Geist empfangen. Sie trägt ihn in ihrem Schoß. Sie bringt ihn in das Haus des Zacharias und der Elisabeth. Und Elisabeth wird vom Heiligen Geist erfüllt und preist Maria selig, die geglaubt hat. Ja, Jesus, er ist gegenwärtig. Und Maria, sie trägt ihn zu den Menschen. Und sie trägt ihn auch zu uns. Sie ist sozusagen schon eine Erfüllung dieser Verheißung aus dem Buch Jesaja. Sie ist die Tochter Sion, die Tochter Jerusalem. In ihr ist schon die Fülle der Erlösung Wirklichkeit geworden, die der Prophet Jesaja im Namen Gottes verheißen hat. Freut euch mit Jerusalem, der heiligen Stadt. Jubelt alle, die sie liebt. Ja, an ihr wird sozusagen auch diese mütterliche Liebe Gottes sichtbar. Ja, Gott, der Vater, schenkt uns seinen Reichtum, sein Heil in seinem Sohn Jesus. Und Maria darf dieses Heil empfangen. Sie darf es weiterschenken, sie darf es vermitteln. An Elisabeth, an Zacharias, an den kleinen Johannes, den Elisabeth im Schoß trägt, an Johannes dem Täufer. Auch er jubelt, weil der Erlöser da ist. Und auch wir dürfen jubeln, weil Jesus in unserer Mitte ist. Weil diese Verheißung Gottes schon in Erfüllung gegangen ist. Er schenkt uns seine Nähe, seine Gnade, seinen Reichtum. Überreich beschenkt uns der Vater in seinem Sohn. Und er macht uns zu einem neuen Volk, zu einer neuen Schöpfung. Durch das Opfer Jesu, durch seine Menschwerdung, durch sein Leiden und Sterben für uns. Ja, Jesus gibt für uns sein Leben hin. Am Kreuz tilgt er alle Schuld, sühnt er alle Sünden, nimmt er alles hinweg, was uns trennt vom Vater. Er schenkt uns neu seine Gnade, sein göttliches Leben. Und er fügt uns als Getaufte zusammen zu einem neuen Volk. Ja, baut uns sozusagen auf zu einem lebendigen Tempel, zu einer neuen Stadt. Ja, auch dieses Jerusalem ist ein Bild für das neue Volk Gottes, für Maria und die Kirche. Und der Apostel Johannes, er schreibt in seiner Offenbarung auch, dass er diese neue Stadt, dieses neue Jerusalem sieht, wie es von Gott her aus dem Himmel herabkommt, bereit wie eine Braut. Er sieht schon die Vollendung der Erlösung, wo Gott alles in allem sein wird, wo Gott die Mitte ist, wo Gott uns erfüllt mit seinem Frieden, wie es auch im Buch Jesaja heißt. Und in Maria hat sich das schon verwirklicht. Sie ist die Vorerlöste. Sie ist frei von jeder Sünde, von jedem Makel der Erbschuld. Sie ist das Vorausbild für dieses neue Jerusalem. Weil Gott in ihr wohnt, weil Gott in ihr herrschen darf, mit seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit, seinem Frieden. Ja, weil Gott in ihr herrscht, wo keine Sünde, keine Schuld sie trennt, wo keine Schuld diese Beziehung zu Gott beeinträchtigt oder trübt. Sie ist ganz erfüllt
vom Licht Gottes. Und sie strömt über von Freude. Sie möchte uns diese Freude weiterschenken. Die Quelle dieser Freude ist Jesus, ihr Sohn. Ja, es ist der dreifaltige und eine Gott, der in ihr Wohnung genommen hat. So bitten wir den Herrn heute, er möge uns erfüllen mit seiner Kraft, seiner Freude, seinem Heiligen Geist. Er möge uns befähigen, dass auch wir Zeugen sein können für das Evangelium. Mitarbeiter am Reich Gottes. Jesus sagt ja, die Ernte ist groß, es gibt nur wenige Arbeiter. Ja, auch wir dürfen durch seine Gnade in der Kraft des Geistes Gottes und durch die Fürbitte der Gottesmutter Maria Mitarbeiter sein an der Ausbreitung des Evangeliums. Auch durch uns möchte der Herr wirken, möchte der Herr zu den Menschen kommen. Wir dürfen Jesus zu den Menschen tragen, wie Maria, wie die Apostel, wie die 72 Jünger im heutigen Evangelium. Und wir dürfen Zeugen seines Friedens sein. Auch wir sollen diesen Frieden Gottes, den der Vater uns schenkt in seinem Sohn Jesus, bezeugen. Mit unseren Worten, aber auch mit unseren Taten, mit unserem ganzen Sein und Leben. Jesus ist unser Friede. In ihm ist das Reich Gottes schon Wirklichkeit geworden. Es ist schon mitten in der Welt. Und der Herr schenkt uns Anteil an seinem Leben, an diesem neuen Leben, das wir in der Taufe empfangen haben. Der Apostel Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Ja, die Welt ist in mir gekreuzigt und ich der Welt. Ja, im Kreuz schenkt der Herr uns sein Heil. Wir sollen uns für das Kreuz Christi entscheiden, denn dieses Kreuz Jesu, sein Leiden und Sterben für uns, ist der Weg zur Auferstehung und zum Leben, weil Jesus für uns Hölle und Tod überwunden hat, weil er für uns auferstanden ist, um in uns zu herrschen, um in uns das Reich Gottes zu errichten, dieses Reich der Wahrheit, der Gerechtigkeit und des Friedens, das wir zu unseren Brüdern und Schwestern tragen sollen, das wir bezeugen dürfen durch seine Gnade. Amen.